Ich grüße euch zur Live-Sendung. Wir haben heute etwas später anfangen müssen, weil es ein paar technische Probleme gab mit dem Ton. Es hat gebrummt und ich bin auch heute einige Stunden später erst zu Hause eingetroffen, konnte das also nicht umfassend testen. Bitte ich zu entschuldigen. Wir haben zurzeit drei Baustellen und da fahren wir sozusagen Dreiecksfahrten. Und heute war eigentlich geplant, um 10 um von der Baustelle wegzufahren, hat erst um 2 rum geklappt und die Zeit fehlt natürlich am Ende, weil die technischen Probleme sind immer. Aber heute habt ihr mal live mitgekriegt, wie ich dann immer so von um 5 weg versuche, hier die Ton- und Bildprobleme zu lösen. Und ihr seht es mal was anderes. Gut, macht aber nichts, wir kommen auch so zur Rande. Was ich noch sagen wollte, wir haben eine Baustelle in Oberkotzau, wo wir versuchen, einen Veranstaltungsraum zu aktivieren, dass wir auch am Wochenende Seminare machen können, und zwar von Freitag bis Sonntag. Und zwar für die Schulung für die Verweserwahl. Und da bauen wir momentan an der Toilettenanlage. Wir haben da auch schon ein bisschen Material da, habe ich auch in der letzten Sendung schon erwähnt. Fließen sind schon da. Was noch fehlt, sind die Vorwandelemente, um die Toiletten anzuschrauben und die Urinale, E-Urinal, drei Toiletten. Duscharmaturen haben wir schon, fehlen noch die Brausenköpfe und die Wandfliesen. So, wenn wir das fertig haben, hätten wir für die Übernachtung vom Freitag zum Sonntag, beziehungsweise Sonntag zu Sonntag, dann eine Möglichkeit, dass da auch Leute mit einem geringen Einkommen sich eine Klappliege, was auch immer, mitbringen oder Luftmatratze oder Isomatte und dort eben auch mal übernachten. Vor allen Dingen die Leute, die aus dem Norden anfahren, weil wir können den Norden nicht mit Veranstaltungsräumen belegen, schaffen wir nicht. Wir müssen dann Fahrgemeinschaften bilden, dass dann immer 5 Leute in einem Pkw runterfahren und uns dann über Blablacar oder ähnliche Dinge organisieren, sodass wir dann alle zum gleichen Zeitpunkt eintreffen. Und wenn wir so Freitag so zwischen 19:30 und 20 Uhr mit dem offiziellen Programm anfangen und die anderen eben, die in der Nähe wohnen, eben später starten, dann sollten wir das hinkriegen, dass die vom Norden aus nach Feierabend, wenn da so 16 Uhr Feierabend ist, das noch schaffen, dass sie noch rechtzeitig da sind. So dann die Autobahn frei ist. So ist der Plan. So, und dafür haben wir jetzt die Gräben geschaufelt, damit wir also das Abwasserrohr noch vor dem Frost in die Erde kriegen, auch das Wasser noch schon vorbereitet. Es fehlen jetzt ungefähr noch 10, 12 Meter Wasserleitung bis zum eigentlichen Anschluss im Haus. Das ist aber weniger das Problem. Wichtig war, die Erdarbeiten, dass die Gruben verfüllt sind, dass dann auch im Frühjahr das Gras drüber gewachsen ist, nicht, dass wir dann dort einen Bereich haben, wo Schlamm wäre, das ist dann nicht so besonders schick. Wenn das dann fertig ist, wir haben also dort schon eine große Bildwand da und der Veranstalter hat auch schon Biertischgarnituren versorgt für 100 Leute, auch Monoblocks, also solche Plastiksessel mit Auflagen, sodass man bequem sitzen kann. Beamer ist da, auch Catering, alles prima. Was eben noch fehlte, sind die Toiletten. Ja, und bei dem anderen Veranstaltungsort haben wir leider keine Übernachtungsmöglichkeiten. Das ist in der Nähe von Pößneck. Dort müssten wir dann wirklich eine Pension in Anspruch nehmen, liegt aber so zwischen 20 und 25 Euro. Dort ist es auch nicht so teuer. Ne? Hof ist nur halt noch ein bisschen teurer. So, und dafür, dort brauchen wir dann eine Übernachtungsmöglichkeit für Geringverdiener. So, und alle anderen Veranstaltungsorte wisst ihr ja, Ebern und hier im Erzgebirge gibt es reichlich Möglichkeiten, günstig zu übernachten. Da müssen wir nicht erst groß was bauen. Die nutzen wir einfach, ne? Stammtisch in Ulm ist aktiv, in Flöhr hat sich jetzt eine Gruppe gebildet, die Vorbereitung macht. Die haben auch eine Vernetzung in Reichskanzlereien, die erkannt haben, dass sie mit ihrer Reichskanzlerausweise verkaufen, auch nicht weiterkommen, also auch zu uns aufschließen wollen. Es gibt allerdings auch Entwicklung in die Gegenrichtung. Ich hatte also letzte Woche mich mit jemandem gefetzt, der also unbedingt der Meinung war, muss ich mit jedem Reichsbürger spammen, zuspammen. Also hier mit Mensch-Person-Geschichte und Strohmann-Geschichte brauchen wir alles nicht. Ja, wir sind im kaiserlichen Recht, da gibt es keinen bürgerlichen Tod. Dass das System uns wie sagt man so schön,
wie juristische Person sieht, daran können wir die nicht hindern. Wir können nur versuchen, dass wir eine Verweserwahl machen und dann müssen wir uns mit dem System nicht mehr auseinandersetzen. Wir werden die Systemlinge nicht überzeugen, dass sie einen Scheinstaat aufgesessen sind. Das werden wir nicht brauchen. Wir werden einfach eine ordentliche Verweserwahl machen, werden den Staat handlungsfähig machen und dann ist es uns egal. Das ist die einzige Lösung. Weil, was willst du, ein Grün oder ein Rot-Grün überzeugen? Das ist sinnlos. Da kannst du auch mit einem Fleischerhund Dialog führen. Das ist nicht zielführend. Die Leute haben ihre Meinung und wenn man sich die Pyramide mal anguckt, die Machtpyramide der Illuminaten, weiß man, dass der Kommunismus über den Logen regiert. Und die sind immer stur. Die wirst du nicht überzeugen. Und ihr werdet noch, ich sag mal, die Grünen, die schießen ja derzeit einen Vogel nach anderen ab. Ihr werdet noch viel schlimmere und abstrusere Slogans von den Leuten hören. Die werden uns so lange reizen, bis wir kopflos den Aufstand machen. Und das ist dann ihre Stunde. Weil dann können sie nämlich aufs Kriegsrecht raus. Das ist wo nette Hände gebunden sind. Die merken, dass ihr System brüchig wird und dass die Gefolgschaft in den eigenen Reihen schwindet, weil auch die Landräte jetzt erkannt haben, dass sie den Leuten falsche Staatsangehörigkeiten ausstellen mit dem gelben Schein und sagen, wir können das nicht mehr verantworten, dass wir die Leute, obwohl wir es ja wissen, weil sie sind ja auch alle geschult, alle, die mehr als 10.000 Seelen unter sich haben, sind alle geschult, die genau wissen, dass sie mit dem gelben Schein eine falsche Staatsangehörigkeit vergeben, nämlich die Bundesstaatenangehörigkeit abgeben und eine vom Nationalsozialismus annehmen und dann die Vermutung deutsch manifestieren. Ja. Und dann lässt sich das System fürstlich bezahlen, um diesen gelben Schein wieder loszuwerden. Da darf man dann 200 Euro Verwaltungsgebühr bezahlen. Nun sage ich euch noch eins. Genau in dem Moment, wo ihr die Bundesstaatenangehörigkeit fordert und auch die Nachweise erbringen könnt für die Bundesstaatenangehörigkeit, muss die Gemeinde theoretisch euch in den Rechtsstand des Bundesstaatenangehörigen überführen. Denn die Bundesrepublik hat nun mal die Genfer Konvention unterschrieben und auch die Europäische Menschenrechtskonvention. Und dort steht in beiden Fällen drin, dass die Staatsangehörigkeit im Verwahrstaat festgestellt werden muss. Nicht kann, nicht geschätzt werden darf, festgestellt werden muss. So. Und das Grundgesetz interessiert ja die Bundesrepublik derzeit aktuell nicht. Die sagen, wir haben unsere Arbeitsanweisung, wir halten uns ans Passgesetz, was auch immer. Machen sie eben nicht, weil im Passgesetz steht auch was anderes drin. Weil im Personalausweisgesetz zum Beispiel steht eben drin, Vorname und Familienname, nicht Vorname, Name. Vorname, Name sind für juristische Personen, Vorname, Familienname für natürliche Personen. So, aber das ist die Systemsicht. Aus Sicht des Kaiserreichs oder aus Sicht des Staates, sagen wir es noch deutlicher, gibt es keine Unterscheidung. Ne? Da ist jeder, der mit Fleisch und Blut im Amt erscheint, eben ein Mensch und keine Firma oder Sache oder Treibgut. So, das ist das, was TTIP und CETA den Leuten antun wollen. Genau dieses Sklavenhalterrecht, was in Amerika und in England tatsächlich auch angewandt wird, das wollen sie hier in die deutschen Stammesgebiete reintragen, um sozusagen den jahrtausendalten Sklavereikampf um das Festland endlich mal zu gewinnen. Denn bisher haben sie es nicht geschafft. Sie haben es versucht. Bauernkriege gemacht. Die haben Eroberungsfeldzüge, die ganzen alten Fürstentümer, die haben sich gegenseitig bekloppt. Es ging immer nur, wer ist in der Lage, das Festland zu versklaven. Das ist der Kampf, der seit paar tausend Jahren hier läuft. So. Und wir sind immer die gewesen, die gesagt haben, wir haben eine freiheitlich-demokratische Grundeinstellung, wir haben eine christliche Tradition, sagen wir mal, und wir lassen uns nicht eine Sklaverei von anderen Ländern hier reintragen. So. Und jetzt versuchen sie gerade mit der sogenannten Migrationswaffe, sozusagen mit anderen Kulturen uns wieder in eine neue Form von Sklaverei zu treiben, indem sie zum Beispiel jetzt an den Gerichten die Scharia einführen. Das müssen wir vorstellen. Ne? Dieben werden die Hände abgehackt, na, da kann ich ja noch leben damit. Aber Frauen müssen sich verhüllen, die Kinder müssen dann in die Islamschule und beten, ein lasches Zeug. Und da kann man natürlich nicht einverstanden sein. Und ich verstehe niemand, der sagt, ja, und mich ständig dagegen wehren, Bundestag zu wählen. Obwohl wir wissen, dass CDU, SPD, Grüne und FDP immer und immer wieder das Volk betrogen haben. In jeden Bundestagswahl aufs Neue eine Mandat erteilt. Da muss man doch irgendwann mal sagen,
Nee. Wer gescheitert ist, den kann man eh nochmal wählen. Da muss man sich mal umgucken. So, ich sage jetzt nicht, dass die Alternative für Deutschland die Lösung ist. Es gibt doch noch viele andere Parteien. Aber wie gesagt, denkt da mal drüber nach. Und das Einfachste und Wichtigste wäre, an Orten gekümmert, sondern wirklich nur um ihren Ort, ihre Gemeinde. Und die hatten Beziehungen zu Nachbargemeinden und die haben sie gepflegt und das war gut und das hat gelangt. Wir mussten uns nicht um Globalismus kümmern. So, und wenn man sich das Wort Globalismus mal zerpflückt und auch mal die Statements der Amis selber anguckt, merkt man, dass hinter dem Globalismus nichts anderes steckt als US-Vorherrschaft. Die wollen hier ihre minderwertigen und mit Chemie durchsetzen, Produkte absetzen und mit Gentechnik, was weiß ich denn alles, und einfach nur abkassieren. Die sind weder an einer politischen, noch an einer kulturellen, noch an einer wirtschaftlichen Entwicklung von Europa interessiert. Die wollen einfach nur ihren minderwertigen Dreck hier abkippen und uns mit gelben, mit ihren bunten Zetteln, mit ihren Greenbacks zukacken. So, die nichts wert sind, weil die einfach nichts vertreten. Das ist nur der Glaube, dass du irgendwann für das Zeug mal noch was kriegst. So, wenn das Steuersystem zusammenbricht, und das sah schon im Frühjahr so aus, als der Ölpreis unter den Einstandspreis gefallen ist, da haben wir schon gedacht, jetzt knallt's. Aber wie gesagt, es hat sich halt, wir haben halt einen Handel ausgesetzt, da konnte also keiner mehr kaufen und verkaufen. Das ist auch so eine biblische Vorhersage. Und dann hatte sich das wieder eingeschwungen und dann ist der Ölpreis wieder über die kritische Marke geklettert und alle haben aufgeatmet. Aber wenn das in einem Währungspaar passiert, dass das also ins Bodenlose abschmiert, das kann auch jederzeit passieren, dann lässt sich das nicht mehr so einfach kitten. Ne? Wenn das Vertrauen einmal komplett zerstört ist, dann ist vorbei. So, was haben wir noch? Wir hatten uns eine E-Mail-Adresse überlegt, feedback@jonacast.com. So, jetzt haben natürlich nicht nur die Leute dort gepostet, die wirklich eine ernsthafte Frage haben, sondern es haben sich auch allerlei Spammer angestellt und haben sozusagen tausende von Spams dort reingehauen, um unsere Arbeit zu behindern. Und wir werden das jetzt so machen, dass wir in den Folgesendungen immer ein paar Mails aus dieser Mailingliste rausziehen. Soweit, wie sie nicht schon in Fragen und Antworten beantwortet sind und die dann beantworten. Es geht wegen der fortgeschrittenen Stunde heute nicht, weil das muss ich ein bisschen vorbereiten und dann muss ich auch das mal ein bisschen anonymisieren, also das heißt die Namen schwärzen und dann werden wir das dort der Reihe nach abarbeiten und das, was dann in einer Sendung beantwortet ist, wird dann einfach in die FAQs, also in die Fragen und Antworten bei DNHW, Dora, nordpolheinrichwilhelm.net reingepostet und wer dann zum 100. Mal das immer noch nicht verstanden hat, dass der gelbe Schein in die falsche Staatsangehörigkeit wird, der kann das dann dort nachlesen, weil ich habe es nur oft genug erklärt. Ich bin jetzt von mehreren Leuten gebeten worden, nochmal was zu der Reihenfolge zu sagen, wie die Verweserwahl geht. Das möchte ich doch noch machen. Und zwar möchte ich nochmal mich bedanken, weil am letzten Wochenende, also jetzt am Wochenende, mich jemand anrief, er würde gerne mithelfen. So. Und am Sonnabend, so gegen 10 Uhr, kamen sie dann zu zweit an auf der Baustelle und auch Arbeitsklamotten mit und auch gleich voller Elan. Und da haben wir also dann am Sonnabend und Sonntag einen Arbeitseinsatz gemacht und sie haben uns noch eine schicke Sammelbüchse da gelassen. Ich zeige sie einfach mal. Ja, mal gucken. Ja, so mit dem Kaiseradler. Und 20,50 Euro drin, wenn ich mich nicht verzählt habe. Werden wir also zu der Deckung der Reparaturkosten mit verwenden, dass wir also dann wieder mit einem ordentlichen Rechner arbeiten können. Ich nehme mal an, dass es in den nächsten 3 Wochen ein neuer Rechner gekauft wird, dass das Geld dann auch zusammen ist dafür, das werden wir dann was machen. Sodass wir dann nicht mehr so am Limit sind und auch größere Bilder stabil rausbringen. Wir haben heute mal nicht so das optimale Bild, aber das der Dank. Ja, und das ist das, was mich immer wieder freut. Wenn Leute mal weggehen von ihrem Wischkessel und von ihrem, was gibt es da noch, Facebook und Zeug, sondern einfach mal aktiv werden und sagen, ey, wir sind da, wir haben jetzt diesen einen Tag, da helfen die mir mit und haben auch sich selber was zu essen mitgebracht. Also ich musste dann nicht nur was kochen und so und war eine sehr große Hilfe. Wir haben also 2 Räume für Mitarbeiter vorbereitet jetzt an dem Wochenende.
Die eine, die arbeitet in der Spielstelle und macht Permakultur, also erforscht sozusagen die Bodenverbesserung. Also wie kann man ausgelaugten Boden wieder fruchtbar machen, macht das so mit verschiedenen Kräutern der Versuche. Und die andere Frau, die dann ins andere Zimmer einzieht, beschäftigt sich mit Rohkost und Rohkostbrot, Herstellung und geschmacklich das Verbessern. Ja, dass man es also vielleicht mal im größeren Stile auch anbieten kann. Also Rohkostbrot ist Brot, was nicht gebacken wird, sondern es wird mit einer Trocknungsmaschine getrocknet. Ich habe auch schon ein paar Mal gekostet, schmeckt lecker. Und da werden so verschiedene Rezepte ausprobiert, was so am besten geht. Und Berichte gemacht, wie das der Körper verträgt. Ich persönlich kann früh nicht so viel Saft trinken, bin ich nicht gewöhnt, da habe ich dann auch bloß Probleme. Aber ich habe festgestellt, dass wenn man es in kleinen Schritten die Ernährung umstellt, geht es und man fühlt sich besser, bleibt länger dran, ist nicht so schnell erschöpft, als wenn man also nur Wurst und Fleisch isst. Man sollte es aber auch nicht übertreiben, weil der Mensch ist kein Obstesser, sondern er braucht Kräuter, er braucht Gemüse, er braucht eine abwechslungsreiche Kost. Und nur vegetarisch geht auf Dauer nicht, weil der Körper dann bei bestimmten Sachen Mangelerscheinungen zeigt, vor allem eben auch bei den Zähnen, und man ganz schnell dann Zahnausfall und irgendwelche andere Sachen, also dass die Nägel kaputt gehen und so weiter. Das sind also Alarmzeichen für Leute, die es mit der Ernährung übertreiben. Und dann möchte ich auch noch warnen vor Veganen. Vegan ist, das Vegetarische in der Übertreibung mit dem Einsatz von Gentechnik. Also da sollte man ganz, ganz vorsichtig sein. Wenn man es noch selber gemacht hat, mag das alles noch schleichen, aber sobald man vegane Produkte kauft, ist die Gefahr von Gentechnik an der Türe. Ne? Da muss man sehr aufpassen. Wenn man es selber zusammengerührt hat und man weiß, was drin ist, mag das alles gehen. Gekauftes veganes Zeug würde ich da lieber weglassen. So, jetzt machen wir die eine Frage noch von dem einen, der mit da war und hat gesagt, mach doch mal bitte eine klare Reihenfolge, wie das mit der Verweserwahl ist, damit es dann auch wirklich jeder begreift. Gut, also, der erste Schritt ist, es wird ein Mangel erkannt, dass man mit Ausweise drucken, mit Demonstrationen, mit irgendwelchen Aktivismus einfach irgendwann nicht mehr weiterkommt. Also irgendwie haben wir jetzt alles ausgereizt, hat alles nicht funktioniert, wir brauchen was funktioniert. Wenn die Erkenntnis durch ist, hat man im Prinzip eine halbe Miete rein. So, dann müssten sich die Leute zusammensetzen und sagen wir mal, jetzt sind es 12 Leute oder 11 Leute und sagen, wir machen jetzt einfach die Sache Verweserwahl und gucken mal, ob wir damit zur Rande kommen. Weil wir dort wissen, dass es bereits fertige Gesetze gibt, die man einfach nur benutzen muss. Wir müssen nichts Neues schaffen, wir müssen nichts aktivieren, wir müssen einfach nur die Prozedur abarbeiten. So, die müssen sich darüber einig sein, dass sie das bis zum Erfolg der Verweserwahl durchziehen wollen. Und dass sie eine Flinte ins Korn hauen, wenn das nicht gleich im ersten Anlauf alles so funktioniert. Weil man macht auch Fehler, aber deswegen gut zuhören jetzt. So, der erste Schritt ist, wir gründen eine Wahlkommission, die durchaus wie ein ganz normaler Verein aufgestellt werden kann. Muss nicht, kann. So, Verein deswegen, weil die Wahlkommission einfach nur die Aufgabe hat, die Verweserwahl zu organisieren. Ob die in der BRD-Struktur entstanden ist oder ob die frei privat gegründet ist, Freundeskreis, Stammtisch, was auch immer. Völlig egal. Wichtig ist, dass es sauber gegründet werden muss. Wir brauchen einen Vorsitzenden, wir brauchen 2 Stellvertreter, wir brauchen einen Kassenwart und wir brauchen mehr als 7 Leute. Das ist die alte Vereinsdefinition der alten Bundesrepublik, was immer noch gültig ist. So. Mit dieser Vereinskonstruktion sind wir noch nicht im Handelsrecht. Wir sind immer noch im Vereinsrecht des alten staatlichen BGBs. Nicht ins Boxhorn jagen lassen. Die Wahlkommission handelt im Notstandsrecht vom Kaiser. Das heißt, ein normaler Verein, also Rübenzüchterverein, Gartenverein, die beschließen und dann führen sie es aus. Die Wahlkommission führt es aus, ohne Beschluss, und wird hinterher entlastet. Und dann greift das Notstandsrecht.
Durch die Entlastung wird die Tätigkeit des Notstandsleiters zum Gesetz. Ja, nochmal, wie beim Verkehrsunfall. Passiert ein Unfall, der Erste, der dorthin kommt, ist praktisch der Notstandsleiter. Er muss die Sicherung der Unfallstelle in die Wege leiten und die Rettungskräfte organisieren. Das ist die Aufgabe des Notstandsleiters. Jeder, der eine Fahrerlaubnis hat, muss dafür einstehen, dass er keine Fahrerflucht begeht und genau diese Sachen abarbeitet. Rettungsdienst bestellen, Polizei informieren, Unfallstelle sichern und so weiter. In der richtigen Reihenfolge. Also Unfallstelle sichern, dann die Personenschaden, dann der Sachschaden und dann die Verwaltungsgeschichten, also Versicherung. So, gut. Und mit Notstandsrecht, im staatlichen Notstand ist es ähnlich. Das Problem ist, oder die Not ist, dass der Staat nicht handlungsfähig ist, weil der Soldatenrat und die SPD und ein paar Linke damals den Staat weggeputscht haben. Wir haben den Staat beseitigen wollen, weil er für andere Länder eine Gefahr war. Er war wirtschaftlich zu stark und das Finanzkapital oder das Großkapital hat sich gewissenlose Lumpen, unter anderem eben auch gewisse ausgewählte Vertreter der SPD und Linke, mit Geld gekauft und die haben eine Politik gegen das Volk und gegen den Staat betrieben. Und das machen die bis zum heutigen Tag. Und namhafte Vertreter sind euch alle, ja, werden ja jeden Tag im Fernsehen genannt. So, da ist seit 100 Jahren, begreifen die Leute nicht, dass die Sozialdemokratie keine soziale Demokratie macht, sondern Volksverrat und Hochverrat, nichts anderes. Die haben seit ihrer Gründung nichts anderes gemacht, als das Volk immer wieder an die Arbeitgeber zu verraten. Hartz IV ist von Rot-Grün gemacht worden. Gut, also, die Wahlkommission handelt im Notstandsrecht und durch die Entlastung wird die Tätigkeit der Wahlkommission zum Gesetz. Das heißt, es ist dann mit der Entlastung, also der erfolgreichen Durchführung der Wahl, so, als hätte die Wahlkommission ein Gesetz gemacht, um ihre eigene Handlung zu legitimieren. Und zwar von hinten. Erst nach der Wahl kommt die Entlastung. So, jetzt muss man an der Stelle eine Warnung einfügen. Die Wahlkommission darf nur, wirklich nur, das tun, was zur Herstellung der Handlungsfähigkeit des Staates zwingend notwendig ist. Nicht mehr und nicht weniger. Denn der Notstandsleiter haftet privat unbeschränkt, wenn er sich gegen die gesetzlichen Regelungen und gegen den guten Glauben, Treu und Glauben, vergeht. Privat unbeschränkt, zeitlich und betragsmäßig. So, das ist die Warnung. Das heißt, die Wahlkommission macht nur, die bürgert niemanden ein. Die macht nur eine Rechtsstellung. Du kriegst die Rechtsstellung eines Bundesstaatenangehörigen für die Wahl. Wenn die Wahl gelaufen ist, tut der Verweser die Leute einbürgern. Und zwar mit einem Heimatschein, mit einem ordentlichen Siegel, aber erst nach der Wahl. Zunächst geht es nur darum, wer hat das Recht, an der Wahl teilzunehmen. Und genau das muss die Wahlkommission feststellen. Ihr guckt sich also die Dokumente von den Leuten an und es muss auch 2 Monate vorneweg sozusagen öffentlich ausgelegt werden, wo die Wahlkommission sitzt, wann man seine Dokumente einschicken kann. Das wird man natürlich alles erstmal in Fotokopie, also einscannen und per Mail hinschicken und dann wird die Wahlkommission drüber gucken und das durchgucken, hinschreiben, wo die Probleme sind und dann sollen die Leute zum bestimmten Termin hinkommen, ihre Wahlunterlagen abholen und ihre vorläufigen Heimatschein. Und auf dem vorläufigen Heimatschein kommt nichts anderes drauf als das Siegel der Wahlkommission und außen drauf Notstandsrecht 1913-1914. So, und innen drinnen sitzt das Siegel des Siegelgebiets. So, nichts anderes hat auf dem Siegel zu stehen. Nichts von der BRD, nichts vom Verein, nichts von irgendwas selbstgebauten. Es kommt außen drauf, Notstandsrecht 1913-14, Wahlkommission, innen drinnen das Siegel des Siegelgebiets. Oder das Bundesstaatensiegel, auch das ist möglich. So, mit den Wahlunterlagen. Ne? Die Wahlkommission sollte ihre eigenen Wahlunterlagen wiedererkennen und feststellen können, ob es Original ist oder Fälschung. Ja, dann müssen sie eben Listen führen, was auch immer. Das sind die verwaltungstechnischen Sachen, werden wir uns im November, Dezember damit befassen. Werden wir auch nochmal PowerPoint-Folien machen, ne, aber jetzt, wo wir bauen müssen, sondern zu einer Zeit, wo wir mal in Ruhe am Rechner sitzen. Genau, ja. So, und ich sehe gerade hier noch einen Chat. Ja, gut. Wahlkommission
So, die macht weiter nichts, prüft also, wer ist nach Rustag wahlberechtigt, wer ist zusätzlich nach kaiserlichem Recht überhaupt wählbar. Wählbar sind alle über 26 Jahre männlichen, es geht leider nicht anders, beim kaiserlichen Recht war es so. So, das heißt, die eine Urne sind die männlichen über 26 Jahre. Die zweite Urne sind diejenigen, die nach Rustag Deutsche sind, aber nicht das Kriterium 26 Jahre männlich erfüllen. Also die Frauen und die männlichen unter 26 Jahren. Ne? Die kommen in die zweite. In die dritte Tonne kommen alle die zum Stichtag, zum Stichtag 17, in der Nacht vom 17. zum 18.07. wahlberechtigt waren, aber nicht in der Wahlurne 1 oder 2 auftauchen. Das ist ein bestimmter Prozentsatz von Leuten, die in der DDR oder BRD gemeldet waren, aber keine Rustag-Deutschen sind. So, die kommen in die dritte Tonne. Und die vierte Tonne sind alle anderen, die nach BRD-Regeln wahlberechtigt wären, aber nicht in der Wahlurne 1, 2 und 3 auftauchen. Und diese vier Urnen werden grundsätzlich getrennt gezählt. Und damit wird das Referendum abgestimmt über, dass die Wahlkommission das Siegel des Siegelgebietes verwenden darf, um die Wahlunterlagen und vorläufige Ausweise zu erzeugen. Weil du musst feststellen, wer gehört in dem Siegelgebiet zu Wahlberechtigten. So, normalerweise ist jeder erstmal in dem Siegelgebiet wahlberechtigt, wenn er nach Rustag am Geburtsort sein Geburtsrecht erworben hat. Weil nämlich der Amtmann die Umbürgerung in ein anderes Gebiet erst machen müsste. Hat er ja noch nicht gemacht, weil der Amtmann ist noch nicht im Amt. So, das heißt, jeder ist erstmal an seinem Geburtsort verortet. Und hat er an seinem Geburtsort sein Geburtsrecht durch einen Geburtsschein, was auch immer, Auszug an Geburtenregister nachgewiesen, hat er erstmal die Bundesstaaten angehört, die Rechtsstellung zu bekommen. Das ist alles. Ja, PowerPoint-File machen wir noch. So. Es geht nur um die Rechtsstellung. Bist du an dem Wahltag berechtigt für die Verweserwahl und für das Referendum zum Erwerb der Siegelrechte zu wählen, ja oder nein? Wenn du nicht wahlberechtigt bist, weil du, was weiß ich, Migrant bist oder wie hießen die anderen, die damals in 70er Jahren mitgekommen sind? Gastarbeiter, ne? So, die sind auch nach BRD-Regeln keine Deutschen, nach alten BRD-Regeln. So, EU-Bürger kommen auch in die Tonne 4, ne? Weil geht uns ja gar nichts an. Die sind nur rein statistisch drin. Die können Ja- oder Nein-Stimmen erzeugen, haben aber für die Verweserwahl keinen Einfluss. Geht nur um eine rein statistische. Ist also für die Medien oder für die UN, was weiß ich, relevant. Nicht für das Siegel. Das Siegel wird gewonnen mit den Stimmen der ersten drei Wahlurnen. So, wenn dann mehr als die Hälfte der Leute dafür sind, dass die Wahlkommission vorläufige staatliche Dokumente ausstellen kann, darf das in diesem Siegelgebiet erstmal passieren. So. Damit die Leute überhaupt zu der Wahl gehen, müsste man natürlich entsprechende Flyer machen, müsste begründen, warum braucht man das. Erste Begründung ist, GEZ uns vom Hals schaffen. Zweite Begründung ist, das Eigentum am Hof und am Haus sichern. Dritte Begründung ist, das Eigentum am Fahrzeug und allen mobilen Sachen, also das, was unter dem Pfändungsvorbehalt der Haager Landkriegsordnung steht, dass das im Bundesstaatenangehörigen nicht weggenommen werden kann, aber die Rechtsstellung des Bundesstaatenangehörigen musste die ja erstmal erarbeiten. Dass du von den viertes Ding ist, dass die Staatsschulden damit getilgt werden, weil ja nicht der Staat tätig war bei dem Haushaltsplan, sondern der Bundestag. Bundestag und Staat sind zwei verschiedene Schuhe. Die fünfte Sache ist, dass eine Abstimmung zum Friedensvertrag möglich sein kann. Die BRD kann zum Friedensvertrag nicht abstimmen, weil sie zum Ersten Weltkrieg gar kein Kriegsbeteiligter war. Die gehört in den Rechtskreis Zweiter Weltkrieg. Und im Rechtskreis Zweiten Weltkrieg war der Kaiser aber nicht beteiligt. So, das heißt, von der BRD können wir keinen Friedensvertrag erwarten, weil es hier einfach rechtlich nicht funktioniert. Wir befinden uns im Ersten Weltkrieg, die BRD im Zweiten. So, im Zweiten Weltkrieg war Polen derjenige, der den Waffenstillstand gestört hat. So, Polen wird aber die Reparation nicht bezahlen wollen. Die wollen das uns aufs Ohr drücken. So, deswegen wollen sie ihre Migranten einhören, dass sie dafür abstimmen, dass der Deutsche ewig zahlt.
Das ist das Ziel der Weimarer Republik, dass der Versailler Vertrag ein Staatsakt wird. Momentan ist es nämlich nur ein Wunschdenken, weil Vertreter der Weimarer Republik dann unterschrieben haben. Wenn aber genug Leute den gelben Schein haben und die Frau Merkel über Nacht mal das Medienrat Weimar ausruft und dann die Weimarer Verfassung zur Staatsgründung macht, dann haben wir natürlich ein Riesenproblem. So, und das zu verhindern, müssen wir mit einer Verweserwahl machen, weil der Verweser kann natürlich seinen Gebietsstand sichern, indem er einfach die Bodenrechte verlängert. Und das sind die Hauptargumente. Es gibt noch viele andere Dinge, zum Beispiel die Rente, die Sozialreform. Ne? Weil der Staat hat die soziale Absicherung kommt aus dem Kaiserreich. Die BRD bedient sich zur sozialen Absicherung unserer Migranten aus der Portokasse des Kaisers. Immer noch. Für uns ist nie Geld da, weil unser Geld kommt aus der BRD. Das Geld, was sie den Migranten geben, wo sie im Prinzip mit dem Füllhorn oder mit der Schaufel schon das Geld raushauen, das ist aus den Besatzungskosten, die dem Kaiser angedichtet werden. Dass das irgendwann einmal zurückgeregelt werden muss, ist klar. Aber momentan langen sie in den Topf rein. Also in den ständig überquillenden Staatseinnahmen, die der Staat seit 1918 eingenommen hat, aber nie ausgegeben werden. Aus diesem Topf werden die Migranten bezahlt. Und deswegen ist da Geld ohne Ende da. Man wundert sich, wo das herkommt. Es kommt nicht direkt aus dem Bundeshaushalt. So. Wir werden zwar das dann irgendwann als Steuererhöhung oder was auch immer wieder aufs Ohr gedrückt kriegen, aber das ist einfach nur, das ist zweimal Abkassion. Aber so ist es derzeit. So. Den Migranten wird viel eher die Bundesstaatenangehörigkeit zugeschätzt als uns, ja, weil die Bundesrepublik ja den Volksstamm Deutsch weg haben will. Die wollen also nur noch EU-Bürger haben und die Deutschen, haben ja die Zionisten damals beschlossen bei dem zionistischen Kongress, sollen sich nicht mehr genau zuhören, an ihre alten Rechte erinnern. Es steht nicht geschrieben, dass wir die nicht haben, sondern es geht nur darum, die Deutschen durch intensive Beeinflussung und Verdummung in den Schulen, in den Hochschulen, beim Abitur, was auch immer, durch die Presse, durch den Rundfunk, durch den Lügenkleber, sozusagen zu verdummen, dass er sich mit Belanglosigkeiten, mit Wischkästel oder mit Online-Spielen, was auch immer, die Zeit vertreibt und über sein Dasein und über seine Rechte nicht mehr nachdenkt. Das ist das Ziel der derzeitigen GZ. Dafür treiben die Gebühren ein und dafür stecken sie Leute auch ins Gefängnis, weil es Verbrecher sind, weil es Kriegshetzer sind. Eigentlich müssten wir sie alle anzeigen wegen Volksverhetzung. Genau das machen die nämlich. Die dichten Russland eine Kriegsaggression an, die Russland überhaupt nicht hat. So. Putin kann aber momentan nicht handeln, weil die Frau Merkel sich immer hinstellt und sagt, ja, die wollen ja alle, dass ich regiere. Und ich regiere eben so. Ja, ne? So ist das. So, und Putin steht dann immer da. Was soll er denn machen? Wen soll er denn ansprechen? Wenn alle in dem Land mit Schwarz-Rot-Gold durch die Kante ziehen und Frau Merkel in dem Sinne noch feiern, also im Prinzip die Fahne der Besatzer draußen rumtragen, na, was will er denn machen? Da kann der Putin sagen, die sind verblödet, ich kann denen nicht mehr helfen. Wenn die würden mit ihren Bundesstaatenflaggen draußen rumziehen und sagen, wir wollen unseren Staat wieder haben, Putin, hilf uns, dass unser Staat wieder hergestellt wird, dann hätte er natürlich, sagen wir mal, eine Rechtfertigung zu sagen, ne, dann machen wir das doch mal. Machen wir jetzt mal Mitteldeutschland und setzen mal Mitteldeutschland zurück ins Kaiserreich. So. Da sollen die eine Verfassungswahl machen, ob sie die 1871er Verfassung so nennen, wie sie ist, oder ob sie da Verbesserungen haben wollen. Das würde ich eher empfehlen. So, und dann gibt da die Ostgebiete noch dazu. Dann wäre Mitteldeutschland und Ostgebiete erstmal ein großes Bundesgebiet. So, und dann kann man die Sache erstmal laufen lassen mit Handelsverträgen in Russland und da wird es uns wirklich richtig gut gehen. So, und da bin ich ja gespannt. Also mit Herauslösung aus NATO und den ganzen Pfeffers gehört natürlich dazu. Weil der Kaiser war ja nie Mitglied des Schengener Raums und auch nicht Mitglied der NATO. Also den ganzen Pfeffer können wir uns alles vom Hals schaffen. So, und dann wären wir wirklich eine echte demilitarisierte Zone. Also wo weder Militärfahrzeuge durchfahren darf, noch dass irgendwelche Bundeswehreinheiten was zu suchen hätte. Dann würde hier eine Schutztruppe bestellt, möglicherweise eine internationale, sodass die Außengrenzen gesichert sind. Und dann hätten wir ganz normale staatliche Polizei mit einem ordentlichen Dienstausweis, die ordentliche Beamte sind, die eine ordentliche Schulung haben, wie der Staat heißt und wie der Staat nicht heißt. So, und dann wäre hier ganz schnell Ordnung. Und es gibt ja genug Polizeibeamte, die mit der jetzigen Situation nicht zufrieden sind.
Aber wenn sie in der Polizeigewerkschaft nicht ordentlich vertreten werden, na, dann kann ich denen auch nicht helfen. Dann müssen sie sich eben eine neue Polizeigewerkschaft backen, selber gründen. Kennen Sie ja, eine Gewerkschaft ist nichts anderes als ein Verein. Wenn man einen Verein gründet, habe ich gerade erklärt. So, gut, fertig. So, Wahlkommission macht also weiter nichts, als zu gucken, wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu. Und dann wird die Wahl ausgeschrieben. Und zwar 4 Wochen vorher, vor dem Wahltermin, müssen die Kandidaten bekannt sein, müssen öffentlich ausgegangen sein und die Kandidaten selber müssen 14 Tage Zeit haben, sich vorzustellen, die Dokumente vorzulegen. So, also 14 Tage Vorstellung, 4 Wochen sind dann noch einmal diese öffentlich aushängen und dann muss der Wahltermin an einem Sonntag liegen, weil der Sonntag der wirkliche Ruhetag ist, weil der Sonnabend nach kaiserlichem Recht wohl noch ein Arbeitstag war oder irgend so eine Regelung. Also es muss zwingend an einem Sonntag passieren. So, und dann machen wir die Wahllokale früh um 8 auf und abends 18 Uhr zu und fertig. So, und dann wird ausgezählt und wenn mehr als die Hälfte der Leute der Meinung sind, dass die Wahlkommission das Bundesstaatensiegel und das lokale Siegel verwenden darf, um ordentliche Dokumente zu erzeugen, dann dürfen die das mit Ablauf der Wahlanfechtungsfrist, die ist eine Woche, machen. Ne? Wenn die Wahl am Sonntag ist, läuft die Wahlanfechtungsfrist am Montag 23.59 Uhr und eine Sekunde läuft es ab. Also Dienstag 0 Uhr ist es vorbei, die Woche drauf. Ja. Wenn dann keine qualifizierten Anfragen kommen, kann die Wahlkommission ab dem Tag dann Ausweise siegeln und alle Papiere erzeugen, die der Staat auch erzeugen darf. Erstmal Notstandszeichen mit ihrem Siegel, was sie bei dem Referendum haben wählen lassen. So, man muss bei dem Referendum beide Siegel wählen, das vom Bundesstaat und das Lokale. Das Lokale wird genommen, wenn man regionale Gesetze machen will. Dann kommt das lokale Siegel zum Einen. Wenn es um die Abstimmung der Staatsangehörigkeit geht, kommt das Bundesstaatensiegel drauf. So, je nachdem, ob es eine regionale oder eine überregionale Regelung ist. Also, wenn ich als Wahlkommission Amtshilfe von einem anderen Bundesstaat machen will, dann müsste der andere Bundesstaat um die Amtshilfe bitten. Dann darf die Wahlkommission auch die Siegel eines anderen verwenden. Aber da müssen die dort auch erstmal eine wählen. Ne, wenn in Sachsen zum Beispiel schon alle Siegelgebiete aktiviert sind und im Norden geht es gerade los, dann müssen die eben sich einig werden. Dann einem hier Amtshilfe leisten. Eben auch prüfen und dann siegeln. Dann aber nach der Rechtsordnung, die in Preußen gilt. Ja, das kann man alles organisieren, aber es muss eben alles erstmal zum Laufen kommen. Und dazu brauchen wir dann ab Anfang, Mitte März, die Schulungsseminare für die Wahlhelfer und die, ja, da wollen wir dann sozusagen dort die Räume nutzen, die wir jetzt vorbereiten. Deswegen haben wir die letzten 6 Wochen nicht so viel Medien gemacht, nicht so viel Videos gemacht, nicht so viel rumgeschrieben im Internet und bei Facebook, sondern erstmal wirklich richtig gearbeitet. So, geht. Wenn die Wahlkommission fertig ist, Referendum ist durch, haben ihre Siegelrechte, haben die mehr gekonnt als alle Gemeindeaktivierungen, weil die Gemeindeaktivierung bewirkt, dass eine Gemeinde, die im Notstandsrecht vom Kaiser ist, ins Handelsrecht geschickt wird. Und dort ist er grundsätzlich insolvenzgefährdet. Kann von Amis und von den Deutschen, also auch von der BRD, ausgeplündert werden. Und es wäre zu überlegen, warum und wieso es denn so viele aktive Gemeindeaktivierungen gibt. Obwohl ich das schon 10-mal erklärt habe, dass es nicht funktionieren kann, wenn man kein Siegelrecht hat. Ohne staatliches Siegel kannst du keine staatlichen Dokumente erzeugen. Kannst du keine staatlichen Dokumente erzeugen, ist alles, was du machst, nichts anderes als das, was die Reichskanzlereien auch machen. Und die machen das schon seit 10 Jahren und erreichen nichts, weil die Ausweise einfach keine staatliche Legitimation haben, weil das Siegelrecht fehlt. So. Und da können die Reichskanzler heißen, wie sie wollen. Ohne Siegelrechte sind sie nur Verein. So. Nur die Wahlkommission ist aufgrund dessen, dass sie die Handlungsfähigkeit des Staates herstellt, im Notstandsrecht und wird nach der Entlastung durch die erfolgreiche Wahl zum staatlichen Gesetz, alles, was sie gemacht haben, als wenn es vorneweg ein Gesetz gegeben hatte. Das ist der qualitative Unterschied zwischen Reichskanzlerei, Gemeindevereinsspinnereien und anderen Abarten, die hier einfach auch nie zum Erfolg führen können, weil das Siegelrecht fehlt. So, gut, ich denke mal, es hat das jeder begriffen. Ohne Siegelrechte gibt es keine lebensfähige Gemeindeaktivierung. Das ist alles nur Betrug.
um Haufen Beiträge einzusammeln. Wenn ich schon höre, wenn ein Wochenendseminar 150 oder 200 Euro kostet, weiß ich, dass es nicht einem guten Zweck dienen kann. Weil mit so viel Pulver, das braucht man einfach nicht. Um ein Schulungsseminar durchzuziehen, muss es mit 20, 25 Euro getan sein. Das ist Dramheizen, eventuell Verschleiß abfangen, was brauchen wir noch? Wasser, Abwasser und dann hat sich das. Da muss ich doch nicht 150 oder 200 Euro den Leuten abnehmen. Das ist das, was ich immer wieder ankreide und wo ich Geschäftsideen vermute, aber nicht wirklich das Ziel, hier in dem Land eine Freiheit zu schaffen und eine Souveränität zu erzeugen. Dafür brauche ich wirklich nur minimale Mittel. Ich brauche natürlich auch die große Masse, ist klar. Ne? Ich kann nicht zu jedem hinfahren und denen 5 Stunden lang erklären, dass das Kaiserreich tot ist, weil das einfach nicht begreift. Die einfache und die sicherste Möglichkeit ist, einen Rundfunksender zu installieren, beziehungsweise einen Fernsehsender, der rund um die Uhr mit entsprechenden Experten bestückt, den Leuten erstmal erklärt, was in dem Land eigentlich los war, heute ist und wo wir hin müssen. So. Mit den ganzen Mythen aufräumen, dass die Parteien angeblich der Staat sind. Nee, sind sie nicht. Das sind diejenigen, die den Staat weggeputscht haben. So, und wenn das oft genug gelaufen ist, sagen wir mal ein Viertel, ein halbes Jahr gelaufen ist, hat man überhaupt eine Chance, in der Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden, ohne den Anschluss Nazi, Reichsbürger oder was auch immer noch hier rumgeschrieben wird vom Herrn Maas. Ich müsste ihn jetzt nicht zitieren, also da wird man immer schlecht. Sondern es geht wirklich nur darum, der Staat kommt in Handlungsfähigkeit, wenn ein Verweser gewählt ist. Eine Monarchie wird handlungsfähig, wenn ein Monarch handlungsfähig ist. Wenn ein Monarch nicht existiert, muss der Verweser dessen Position einnehmen, solange bis die staatlichen Strukturen, also ob er es weitermachen kann oder ob er eine konstitutionelle Monarchie einsetzt, kann er ja machen. Ne? Er müsste dann aus der königlichen Linie gucken, wer von denen war am Verrat gegen das Volk nicht beteiligt. Da fallen die ganze Menge schon erstmal raus. Und dann kommt irgendeiner in der Thronfolge nach den Regeln, die der Adel sich selber gegeben hat, wer als Nächste dran wäre. Ne? Und den müsstest du sozusagen als König vorne ranstellen und im Parlament zur Seite stellen, was die Verwaltung macht. Und der König würde dann die Leitlinien der Politik bestimmen. Ja. Also was wird gemacht, was wird nicht gemacht? Gentechnik, ja oder nein? Das wäre eine Sache des Königs. Wäre eine Verwaltungssache, Ausweise ausstellen, Fahrzeuge verwalten, Grundstücke verwalten. Das ist alles eine Geschichte, die Parlament und Regierungsarbeit ist von ganz normalen Beamten. Da muss ich keinen König haben dafür. Der König hat sich um die Leitlinien zu kümmern. Und das muss getrennt sein. Und dann funktioniert das auch. Und es gibt ja genug Länder auf der Erde, die genau das haben. Die eben diese Teilung haben. Reine Verwaltung und Leitlinien machen. Beste Beispiel ist Iran. Ja? Der Ayatollah ist derjenige, der die Leitlinien macht und die Regierung kümmert sich um die Umsetzung. Das ist dort strikt getrennt. Und wenn der Ayatollah sagt, nee, machen wir nicht, wird das nicht gemacht. So. Man kann von dem Islam halten, was er will. Fakt ist, dass sie mit relativ wenig Mitteln das System am Laufen haben und eines der souveränsten Staaten der Erde ist. Fakt. Ja. Wohnen möchte ich dort nicht, weil ich will ja nicht zum Islam konvertieren. Aber so läuft es eigentlich. So. Und genauso muss es auch im altgermanischen Stammesgebiet gewesen sein. Da gab es eben die Ältesten, die darüber entschieden haben, was in dem Stammesgebiet passiert und was nicht passiert. Und dann gab es die zweite Reihe, die gesagt hat, ja, heute machen wir das, damit die ganzen Arbeiten, die erledigt werden müssen, erledigt werden können. Ne? Du kümmerst dich ums Vieh, du kümmerst dich um die Bestellung der Ackerboden, du kümmerst dich um die Kranken, du kümmerst dich um die Alten. Das haben die mittlere Riege gemacht. Das ist das, was wir heute als Regierung bezeichnen. Und das hat wunderbar funktioniert. Bis es Neider gegeben haben, die das zerschlagen haben. Da sind teilweise die Kirche dran schuld, teilweise sind wir es aber auch selber gewesen. Also indem wir nachlässig waren, nicht das geschätzt hat, was uns an Werten über Generationen weitergegeben ist. Das haben wir in die Mülltonne gehauen und haben uns mit dem Dreck, den andere uns vorgesetzt haben, beschäftigt. Und das war der Fehler. Das war der Genickbruch. So, gut. Nachdem die Referendum durch ist, also die Wahlkommission die Siegelrechte hat, kommt der zweite Schritt.
die Vorbereitung der Verweserwahl. Bei der Verweserwahl kommen jetzt nicht alle, die zum Verfassungsnotstandstag wahlberechtigt gewesen waren, dazu. Und bei der Verweserwahl sind nur noch die wahlberechtigt, die männlichen, über 26-Jährigen, die nach Rostock Deutsche sind. Die dürfen den Verweser wählen. Alle anderen sind völlig außen vor und laufen statistisch mit. Also wir haben wieder 4 Wahlurnen aufgestellt, aber ist die erste bestimmt die Stimmen. Die anderen sind nur für die Statistik, wenn man sagen kann, der Verweser wurde durch eine große, breite Bevölkerungsmehrheit sozusagen bestätigt. Aber der eigentliche Wahlvorgang, eine Entscheidung, ob einer in das Amt eingeführt wird oder nicht, machen nur die nach Rostock Deutsche sind und über 26 Jahre männlich. So. Und mehr ist es nicht. Und dann läuft wieder eine Woche Wahlanfechtungsfrist. Und wenn in der Woche keine Wahlanfechtung kommt, dann ist dieser Verweser erstmal bestätigt. Und der ordnet die Amtsgeschäfte, der sagt, was zum Gesetz gemacht wird und das, was verworfen wird. Er macht die Entlastung oder Nichtentlastung. Bei Nichtentlastung muss der Schadenersatz geleistet werden. So, zeitlich und betragsmäßig unbeschränkt. Das heißt also, der Verweser kann es sich angucken. Ich gehe jetzt mal zurück in das Jahr 89. War Birgit Breul berechtigt, die DDR zu plündern? Da wird die Antwort lauten, nein. Also muss Birgit Breul und ihr ganzer Mitarbeiterstab vor den ganzen Unfug haften und der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt werden. Der ursprüngliche Zustand ist der Zustand, wie es damals war, zusätzlich zu dem, was man hätte mit Sanierung und langsam aufwärtsgehenden, ein gesundes Wirtschaften hätte erreichen können. Also hätte man der DDR 1989 ordentliches Material, ordentliche Werkzeuge und ordentliche Technologie zur Verfügung gestellt, was wäre beim ungestörten Wachstum heute da? Und ich würde sagen, da hätten wir die derzeitig amtierende Wirtschaft längst überflügelt. Weil wir haben mit fast nichts arbeiten müssen und haben doch irgendwie eine Multispektralkamera in den Weltraum geschafft. So. Und wir haben die Billigprodukte von Westen produziert. Und wir hatten nichts. Und trotzdem haben wir das geschafft. So. Und jetzt ist die Frage, hätten wir 89 alles neu gekauft, Fabriken, Werkzeug, Manager, Schulung gemacht, alles drum dran und das Unternehmen hätten laufen lassen. Wie hätte sich das Unternehmen nach 25 Jahren entwickelt? Und mein Tipp wäre, wir wären wirtschaftlich durch die Decke gegangen. Und das ist das, was Kohl nie wollte. Kohl wollte nicht, dass die DDR mit den Möglichkeiten am Weltmarkt einzukaufen die Bundesrepublik überholt. Sowohl in der Zahlungsbilanz als auch in der Wirtschaftskraft. Das war die Gefahr, weil Kohl hat ja jahrelang über die Verhältnisse gelebt und hat Schulden von 624 Milliarden aufgebaut und die DDR hatte 6 Milliarden. So, das hätte zur erheblichen Verwerfung geführt. So, und jetzt müssen wir dieselbe Sache, die 89, machen 1918. Man hätte es sagen müssen, in der Wirtschaftskraft von 1918, eine ungestörte Entwicklung, was wäre mit den Unternehmen, die damals beim Kaiser schon gegeben hat, heute passiert. Siemens, Bosch, Telefunken, die Bahn und die ganzen Unternehmen, die schon seit ewigen Zeiten existieren. Welchen Börsenwert hätten die heute? Und genau die Differenz, die hat die Bundesrepublik zu ersetzen. Und da wurde die Bundesrepublik alleine schon bei den namhaften Großunternehmen, die ich gerade genannt habe, ausblüten. Ja, einfach ist das. So, aber das sind die Reparationsleistungen, die beim Friedensschluss zu zahlen sind. Und die werden 100 Jahre nicht reichen, um die abzutragen. So, und da müssen wir uns um unsere Rente und unsere Entwicklung unserer Kinder keine Sorgen machen. Wir müssen den Staat einfach wieder herstellen, weil alle anderen haben Reparationen zu leisten. Wir müssen bis 70 Jahre Rabotten für einen Mindestlohn. Wir müssen einfach nur einen Staat herstellen, der kann für ein ordentliches Rentensystem sorgen und dann können wir alle in Rente schicken, die über 60 sind. Mit gutem Gewissen und ohne drauf zu zahlen, weil das Geld ist vom Staat da. Nur die Bundesrepublik hat es nicht. Ja. Das ist das, was man den Leuten klar machen muss auf dem Flyer. Und dann funktioniert das. Und wenn der Verweser gewählt ist, kann er das alles bestimmen. Da kann er sagen, Merkel macht dich hier vom Acker, aber zunächst machst du erstmal einen Handstand und gibst raus, was du dem Volk ja abgenommen hast. Und dann kannst du hier Steine klopfen gehen, damit du die Rückflugticket da noch vielen Migranten verdienen kannst.
Und dann muss der Kaiser eine Entscheidung treffen, was er mit den ganzen Systemlingen und Arbeiterverrätern macht. Und die beste Möglichkeit ist, die arbeiten lassen, damit die den angerichteten Schaden abarbeiten. Heimfahrttickets, alle Migranten, der Diebstahl der Bodenschätze durch die Wismut, war nämlich auch Unrecht. Was haben wir noch so? Die Ausplünderung mit Hilfe des Dollars, also die Amis schicken uns bunte Zettel, wir müssen aber Güter rübergeben. Das muss alles in Ordnung gebracht werden, weil das fehlt ja alles. Es fehlt ja unserem Land. Ja, und dann, wenn die ganzen Reparationen alle durch sind, dann ist Deutschland wieder an der Position, wie es vor 1918 war, Nummer 1. Und zwar ohne, dass wir uns 3 Milliarden Schulden abarbeiten oder in irgendein ESM zurückzahlen. Das brauchen wir alles nicht, weil der Kaiser hat ihn ja unterschrieben. Und er hat auch das CETA nicht unterschrieben. Ja, und die wirtschaftlichen, negativen wirtschaftlichen Auswirkungen ist das, was dann eben ersetzt werden muss. So, ich denke mal, wir haben jetzt so einen Fahrplan, wie das läuft. Und wir haben auch sicherlich gemerkt, dass uns der gelbe Schein und auch die Reichskanzlerausweise nicht weiterbringen. Sondern wir müssen darauf sehen, dass wir uns jetzt regional finden. Ein paar Adressen habe ich schon, wo sich Stammtische gefunden haben, die ihre Siegelgebiete schon haben, die die Vorgehensweise verstanden haben, die ihre Wahlkommission schon mit Vorsitzenden und Beisitzern allen geordnet haben, die das Schiedsgericht schon gewählt haben. Wir brauchen also für die Wahlkommission auch ein Schiedsgericht. Und zwar 2 Instanzen. Eine oberste Instanz für den Bundesstaat und dann für jedes Siegelgebiet eine Wahlkommission, die die regionalen Streitigkeiten schlichtet. Also wenn sich irgendeiner beschwert, ich habe jetzt meine Rostock-Rechtsstellung nicht gekriegt, weil, was weiß ich, ich bin aus Böhmen eingereist. Na, Böhmen gehört nun mal nicht zum Kaiserreich. Müsste also nach Österreich-Ungarn die Staatsangehörigkeit beantragen oder müsste eine Einbürgerung beantragen. Diese Möglichkeiten hat er. So, das muss dann die Wahlkommission machen. Das sind ja die Feinheiten. So, gut. Ich würde sagen, wir haben es jetzt 22 Uhr. Ich mache nochmal in nächster Zeit nochmal eine PowerPoint-Folie, wo man sich das in Ruhe angucken kann. Und und dann kann man sich das runterladen und nochmal angucken und dann reden wir nochmal über die Folie, die Durchstand der Reihe nach nochmal abspielen und erklärt dann was dazu. Und dann müsste es eigentlich funktionieren. Gibt es hier einen Störer? Wo ist denn der Magic of a Moment? Will da will da rausgeworfen werden oder was ist denn mit dem? Schreibt mal was rein. Na gut. So, sind wir jetzt durch. Ich lade das Video dann in den nächsten Tagen hoch. Vermutlich wird es am Sonntag passieren. Und werde mich jetzt erstmal noch mit ein paar Sachen beschäftigen, die heute noch erledigt werden müssen. Ich muss morgen früh auch wieder zeitig raus, habe also morgen schon wieder Termine. Und würde mich jetzt erstmal verabschieden. Ich bedanke mich erstmal für alle, die die Geduld mitgebracht haben, jetzt bis 22 Uhr auszuharren, obwohl es die technischen Probleme gegeben hat. Aber ich denke mal, dass ich das nächste Mal das vorneweg einrichten kann, dass ich ein paar Stunden eher wegkomme und wir dann mit eingerichteter Technik dann zur gewohnten Zeit um 7 wieder starten können. Eine kleine Änderung gibt es, weil Dienstag wird das in nächster Zeit erstmal nicht stattfinden können. Das ist also die letzte Sendung, die Dienstag ist. Wir werden uns also dann am Sonntag 19 Uhr treffen. Das hat einfach mit der Fahrerei zu tun, weil wir am Wochenende Arbeitseinsätze haben und wir fahren dann nach den Arbeitseinsätzen hierher. So, und Sonntag werden wir ja auch nicht bis 19 Uhr arbeiten. Das heißt, Sonntag so um 3 Uhr werden wir dann zusammenräumen und werden rüberfahren, werden die Sendung machen. So. Ich gucke jetzt gerade mal in den Kalender rein, wann die nächste wäre. Und nach meinem Plan wäre das der 20. Also am 20. November wäre dann 19 Uhr die nächste Sendung. Ich versuche das zu dem Tag einzurichten. So, dann wünsche ich euch eine gute Nacht und wie gesagt, dann morgen. Werde schon mal gucken, ob ich das schneiden kann und dann mal sehen, wie die Internetanbindung ist, ob ich es dann auch gleich hochladen kann. Weil auf der Baustelle haben wir dann immer nur ein bisschen schwache Leitung. Deswegen auch jetzt relativ wenig Videos, die hochgeladen worden sind, weil vieles ist noch auf dem Rechner.
Auch Baubilder haben wir eine ganze Menge gemacht, also von den ganzen Arbeitseinsetzungen werden auch in den nächsten Tagen noch mit hochgeladen. Könnt ihr euch alle angucken, könnt ihr mal sehen, was wir in der letzten Zeit so alles gemacht haben. So, bedanke mich auch nochmal für die ganzen auch finanziellen Unterstützungen von vielen, die hier noch mit im Hintergrund sind. Wir hätten sonst die ganzen Herausforderungen, die in der letzten Zeit gewesen ist, nicht finanzieren können. Also alleine die Fahrerei ist schon eine richtige Hausnummer und ich muss auch zwischendurch arbeiten. Ich kann also nicht nur von früh bis abend Kaiserrundfunk machen, sondern ich muss auch einer regulären Arbeit nachgehen, damit wir hier alles bezahlen können, was also an Rechnungen hier einfliegt. Ja, müsst ihr auch ein bisschen Verständnis haben. So, dann wünsche ich euch alles Gute. Bitte weist die Leute darauf hin, wenn sie hier mit gelbem Schein um die Ecke kommen, dass das nichts wird und dass das ein Fake ist. Verweist auf die Videos, die ich gemacht habe, die viele andere gemacht haben. Und wenn ihr irgendwelche Störer seht, dann sagt mir da Bescheid und dann müssen wir sie beiseite nehmen oder hier auch kegeln. Ja, dafür haben wir ja die Möglichkeit. Und bei TeamSpeak werde ich mir dann noch ein paar Moderatoren suchen, die, ja, was weiß ich, auch mal in der Zeit, wo ich nicht online bin, den TeamSpeak-Server moderieren. Wenn also da irgendwelche Störer da um die Ecke kommen, dass sie die dann rauskegeln können. So, also kümmert euch darum, dass ihr euch regional organisiert. Es muss nicht alles immer über mich laufen. Aber ich möchte auch nicht, dass irgendwelche Leute hier die Trittbrettfahrerei machen. Also es gibt jetzt irgendeine Gruppe, die sich auch irgendwie Kaiserrundfunk nennt, die aber gar nichts damit zu tun hat und einfach nur Bücher verkauft und mit mir absolut nicht abgestimmt ist und auch nicht damit wir miteinander auch nichts zu tun haben. Also prüft da, was da noch so rumspringt und wer da die Arbeit, die wir haben, im Prinzip dazu missbraucht, um sich ihr eigenes Süppchen zu kochen. Also wir haben definitiv vor, den Sender zu machen, gegen alle Widerstände. Und wir sind nicht daran interessiert, irgendwelche Geschäftsmodelle durchzuziehen, sondern wir wollen wirklich, dass jeder aufgeklärt ist und den Wissensstand hat, den wir jetzt uns in vielen Sendungen auch erarbeitet haben, aber eben dann in der breiten Masse. So, und dann sieht es auch hier in dem Land anders aus. Wenn alle Bescheid wissen, dann können solche Schwätzer wie Maas oder was gibt es noch von den Grünen, ja, die ganzen Experten, können dann einfach nichts mehr bewegen, ne, weil die Leute es einfach wissen und dann auch entsprechend reagieren. Ja, das mit dem Perso muss ich nochmal erklären, kam gerade im Chat. Also, die Sache verhält sich folgendermaßen. Das Personalstatus ist eine Funktion, die auf Empfehlung des Bundesinnenministeriums an die Länder in diese Melderegister gekommen ist. So. Die Gemeinden verstehen, dass das Attribut aktiv, dass derjenige hier verwaltet wird. Aus Bundessicht betrachten sie uns als Personal. Das heißt, hier muss durch Beschwerde und durch Berichtigung darauf hingewirkt werden, dass klar ist, dass ein Status aktiv nicht so zu interpretieren ist, dass derjenige Personal ist. So, und das heißt, die Software-Spezifikation gehört geändert, dass da drinnen steht, man wohnt dort beispielsweise, aber ist keine juristische Person, sondern zieht sich zurück auf das kaiserliche Recht, auf Rustag. Und kann auch die Nachweise erbringen. Das muss einem dann dort rein. Da muss einem dort stehen, Bundesstaatenangehöriger. So. Warum kann man das nicht machen? Kann man doch fordern und die EDV-Firma, die das für die Gemeinden dort geschrieben hat, das Programm, kann das Attribut ersetzen. Ist doch kein Problem. So. Und dann müssen sie mit GEZ, müssen sich eben andere Einnahmequellen bringen. Wir haben die GEZ nicht zu bezahlen, weil es keine staatliche Institution ist. Auch nicht mal eine öffentlich-rechtliche Anstalt. Es ist einfach nur vom Besatzer an uns herangetragene Kostenübernahme von Propaganda. Und zwar Kriegspropaganda und nach Haager Landkriegsordnung kann die einheimische Bevölkerung nicht gezwungen werden, für Kriegshetze auch noch zu bezahlen oder in Anspruch genommen zu haben oder unsere Arbeitskraft. Das ist ja, Geld ist ja unsere Arbeitskraft. Also unsere Arbeitskraft darf nicht dazu verwendet werden, dass Kriegspropaganda oder irgendeinem Krieg dienlichen Zwecken zugutekommt. Und das ist bei der GEZ gerade nicht erfüllt. Die sind nämlich Kriegshetzer gegen Russland und gegen friedliebende Staaten. Ich brauche ja bloß mal gucken, wie sie im öffentlichen Fernsehen Iran schlecht machen. Oder Press-TV, wo sie jetzt hier die Medienzensur gemacht haben. Im Eutelsat haben sie nämlich Press-TV gekegelt. Ne?
das ist Kriegspropaganda, weil die haben ja immer mal Wahrheiten gesagt. Die haben immer mal in ihren Sendungen immer mal erwähnt, was denn mit der Bundesrepublik hier nicht stimmt. Obwohl es sie gar nicht angeht, weil wir rollen ganz weit weg. Ja, aber die haben germanirre.ir immer mal ein paar Sachen richtig gestellt, die hier in den Medien falsch gekommen sind. Muss man denen ganz hoch anrechnen. Ja. So, aber wir brauchen hier ein eigenes deutschsprachiges, heimattreues Fernsehen und das werden wir schaffen. Ich appelliere auch nochmal an die Reichskanzlereien, die sollen sich mal ernsthaft Gedanken machen, ob ihre Ausweisdruckerei zum Ziel führen kann. Ich denke nämlich nicht, weil in allen Ausweisen, die ich bis jetzt gesehen habe, war entweder der sicheres Personalstatus zurückgezogen, indem du die Reichsausweise mit dem Personalausweis beantragen musstest, oder es fehlt ganz das Siegel, oder wir haben die Symbole oder die Sachen von der Weimarer Blick drin, sodass also letztlich der Ausweis dazu führt, dass der Versailler Vertrag anerkannt wird. Und das ist genauso hochverrat wie die BRD, also kann ich die Reichskanzlerei auch nicht ernst nehmen. Ja. Und Reichskanzler, wie gesagt, vertreten eben die Regierung. Diejenigen, die die ausführenden Sachen sind, wo die Leitlinien der Politik umgesetzt werden. Nichts anderes. Das ist die zweite Ebene. Wir brauchen aber erstmal die erste Ebene. Die die Leitlinien der Politik macht und die den Staat handlungsfähig macht. Und das erreichen wir nur durch Verwässerei. Da kommen wir mit einer Reichskanzlerei nicht voran. So, gut. Ich hoffe mal, ihr habt es jetzt verstanden. Und ich werde den Stream dann jetzt erstmal schließen. Bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und beim nächsten Mal sicherlich mit besserem Bild und besserem Ton. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Nur eben dann diesmal Sonntag am 20. So, tschüss.